Was nutzt mir Hilfe, mich kann keiner retten. Check mein Karma-Konto, ich hab sicher keine weiße Weste. Doch ich hab Panikkicks und Minderwertigkeitskomplexe. Jeden Morgen schluck ich vorm Pissen jeden zwei Tabletten. Ich lauf verpeilt gegen Wände, ich bin geistig am Ende. Es wird Zeit für ne Wende. Nix krieg ich gebacken mit meinen zwei linken Händen. Denn das Leben fickt mich so, als hätte es drei dicke Schwänze. Cool Savage, der Beweis, Digga. Mammut Remix. Was soll ich dir, Punk, beweisen? Ich steh nicht vor Gericht und deine Vorgeschichte ist im Forum dissen und Genre spritzen. Dein Rap wird mit trockenem Holz gefisst und in Folge pinkelt, weil du den Beat nicht mal mit dem Navi von Savage Porsche findest. Ach, da war Melbeats übrigens gerade, mit der ich mich treff. Banjo, ich wiederhole mich jetzt, oder höchstwahrscheinlich wiederhole ich mich jetzt nochmal zu dem, was ich beim letzten Stream gesagt habe, als abgekackt ist. Banjo war für mich immer anders. Banjo war für mich teilweise von seinen Flows her so komplett Offbeat irgendwie. Aber genau das war so irgendwie das, was es für mich interessant gemacht hat. Also Banjo war für mich immer einer, von dem ich echt krass viel gehalten habe. So, wo ich immer gesagt habe, der spittet und rappt echt krass halt so, ne? Weil er einfach so anders war. Was soll ich dir, Punk, beweisen? Ich steh nicht vor Gericht und deine Vorgeschichte ist im Forum dissen und Genre spritzen. Dein Rap wird mit trockenem Holz gefistert und voll gepinkelt. Weil du den Beat nicht mal mit dem Navi von Savage Porsche findest. Vorgeschichte ist im Forum dissen und Genre spritzen. Dein Rap wird mit trockenem Holz gefistert und voll gepinkelt. Weil du den Beat nicht mal mit dem Navi von Savage Porsche findest. Weil du den Beat nicht mal, das ist genau diese Betonung, weil du den Beat nicht mal mit dem Navi von Savage Porsche findest. Ich kille den Beat, meine Winchester ist immer noch Steez und ballert schlimmer rum in der City als Alan Robert De Niro in Heat. Ich kille Bill und billige weiter Blasen, die backen. Alle bessere Parts auf Punk als alle Parks, wenn ich kacke. Das ist so. Ich kill Bill und billige Biter blasen die Backen. Ich baller bessere Parts auf Takte, wenn ich kacke. Oder irgendwie so, ne? Ist jetzt von den Reimen halt jetzt nicht so krass, aber das ist einfach so ein krasses Stilmittel, wie er da diese Bill, ne? Das ist übrigens auch ein Beispiel, habe ich damals auch schon gesagt, was ich in meinem Rap-Tutorial komplett auseinandertüftel. Diesen Part von Banjo, zumindest dieses Ich kill Bill. Finde ich komplett krass. Und jetzt kommt, ich verwechsel sie jedes Mal, Alter. Plan B oder Meckes, ich glaube, jetzt kommt Plan B. Bill und billige Biter blasen die Backen. Alle bessere Art auf Punk als alle Parks, wenn ich kacke. Beweise, her damit. Die Hip-Hop-Polizei ermittelt gegen mich aufgrund der Freshness. Doch ich bleib dabei und falls ich nicht zu Fame kommen sollte mit dem asozialen Gelaber, dann werde ich wohl mal philantischer Gabelstaplerfahrer. Was er aber auch hier, Beweise, her damit, die Hip-Hop-Polizei, finde ich, ist eigentlich so voll der softe Einstieg, aber irgendwie hat es komplett seinen eigenen Flavor. Es ist ein Beat, wo ich sagen würde, Plan B passt da jetzt nicht so krass drauf, ne? Aber es kommt ganz geil auf jeden Fall. Und was ich auch geil finde ist, ich meine, ich war ja auch schon auf diversen Mammut-Mixen dabei oder auf drei oder vier, so irgendwie in dem Dreh, das ist nicht so krass. Aber da war es halt immer so, irgendeiner hat einen Beat gepickt, so der Instructor, der das Ganze so ins Leben gerufen hat, der schickt den Beat rum und sagt den Leuten, ey, rap da drauf, ne? Und jeder sitzt zu Hause, schreibt seinen Text, geht ins Studio, rappt den Text und schickt den aufgenommenen 16er oder was auch immer, 8 Bars oder wie viel auch immer, 12, schickt er wieder zurück und das Ganze wird so zusammengepuzzelt. Das Geile finde ich hier, zumindest macht das Video so den Anschein, dass sie tatsächlich sich alle getroffen haben und zusammengeschrieben haben und dann einfach so jeder war, jetzt geh ich ans Mic, jetzt gehst du ans Mic. Und das finde ich ist auf jeden Fall geil. Alles gleich habe. Das ist ja das Geile am Mammut-Mix. Ja, Digga, ich weiß, was du meinst, aber wie gesagt, auf den Mammut-Mixen, wo ich jetzt drauf war, war es halt eben nicht so. Dann werde ich wohl mal philantischer Gabelstaplerfahrer. Alles gleich habe, Lyrics von der Straße. Fans an meiner Seite und Mephisto als mein Partner. Mit dem ich bald schon dieses Zepter an mich reiß. Doch Label-Bosse sitzen im Büro und warten auf Beweise, ich muss los. Den Einstieg von Meckes habe ich nie verstanden so. Ich rap wie ein Segelschiff auf Crack. Ich meine, Plan B und Meckes oder Meckes und Plan B stehen sowieso für oft komplett so komische Zeilen, so wo du so denkst, hä, okay, das ist die Humorschiene, die auch ein bisschen so fahren. Aber das fand ich habe das nie gecheckt, ein Segelschiff auf Crack.
Ich meine, will er so wankend, Segelschiff wankt und will er, weiß ich nicht, was er damit sagen will, so. Zepter an mich reißt, doch leben den Bossen, sitzen im Büro und warten auf Beweise, ich muss los. Yeah, ich rap wie ein Segelschiff auf Crack. Mac ist fickt jeden von euch, wenn ihn sein Babysitter lässt. Die Pest, ich steck dir Message in den Rücken. Spiegelt euch in Tracks wieder, ich mich in dreckigen Pfützen. Segelschiff auf Crack, Mac ist fickt jeden von ihm, wenn ihn sein Babysitter lässt. Die Pest, ich steck dir Message in den Rücken. Ist halt von den Reimen, waren jetzt auch nie so die krassen Reimer, eher so, die so über diesen Style, diesen Flavor kommen, finde ich, Mac ist so Plan B. Sie haben so ein ganz eigenes Klangbild irgendwie. Ja. Steck dir Message in den Rücken, spiegelt euch in Tracks wieder, ich mich in dreckigen Pfützen. Ihr rappt wie auf Krücken, ich wie übers Wasser lauf, mir wie in der Wüste verdursten, ich wie am Kiosk einfach Wasser kaufen. Ihr rappt wie in der Wüste verdursten, ich wie am Kiosk einfach Wasser kaufen. Ja, das ist alles so ein bisschen so, hä, was? Nicht wie übers Wasser lauf, mir wie in der Wüste verdurst, nicht wie am Kiosk einfach Wasser kaufen. Glaubt mir, euer Style ist wie immer schon im Sterben liegen, meiner ist wie mit Kindern auf Pferde schießen. Ja, ist auch geil, dass da immer diese Beats von alten Savage-Tracks eingespielt werden. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was das nochmal war. Kommt aber ganz geil, kommt öfter jetzt noch. Euer Style ist wie immer schon im Sterben liegen, meiner ist wie mit Kindern auf Pferde schießen. Mein Style ist wie mit Kindern auf Pferden schießen. Das ist auch so, hä, was willst du mir damit sagen? Ich meine, es gibt bestimmt mit Pferden, gibt es 3 Milliarden Sprichwörter und Redewendungen. Vielleicht ist das eine davon so irgendwas mit Kindern auf Pferde schießen. Also ich kenne zum Beispiel, mit dem kann man Pferde stehlen oder so, aber ja. Man, ihr wollt ein weiser Weg, ist wie immer schon im Sterben liegen. Meiner ist wie mit Kindern auf Pferde schießen. Man, ihr wollt ein weiser Weg kommen, überlassen euch gar nichts, sind unfickbar und somit für immer überdacht, wenn es Tages. C-A-P-O-T! Also für die, die es nicht wissen, C-A-P-O-T, kaputt, rückwärts, heißt Tupac. Habe ich auch erst später. Ich habe seine Mucke schon jahrelang gefeiert und irgendwann hat mir das ein Kumpel gesagt und da dachte ich so, ey, what, Alter, du hast recht. Runter von meinem Rasen! Du sollst den Channel abonnieren. Oder hast du auf dem Baum geschlafen? Immer überdacht, wenn es Tage früher hat. Jetzt Friedhof-Gigs, nie wieder atmen ist Gage. Überdachtung ist gratis, Zombie-Groupies, über 18 geht alles, Mann, ich lach mich hier gerade. Groupies, über 18 geht alles. Nie wieder atmen ist Gage. Überdachtung ist gratis, Zombie-Groupies, über 18 geht alles, Mann, ich lach mich hier gerade kaputt über das, was ihr labert. Ich sag kaputter Rhythmus, hit die Überraschung des Jahres. No disrespect, doch Tatsache, weil ihr das nicht erwartet, könnt ihr das nicht ertragen, Mann, ich könnt die ganze Sache vergessen, aber kommt nicht in Frage. Kaputt ist für mich auch ein, war auch immer ziemlich krass, Alter. Ich sehe, du führst dein Mädchen aus und schön sieht dein Mädchen aus. Heute Nacht bin ich auf dein Mädchen aus, dann ist es mit dir und deinem Mädchen aus. Oh, time out wie bei Dismissed. Bleib draußen, sie will nicht dich, sei nicht kindisch. Was guckst du mich so an, spreche ich finnisch? Geht es in deinen Verstand, komm klar damit. Oder mach Stress, aber bring deine Brüder und deinen Vater mit. Ich weiß, du magst mich nicht, doch ich habe nix gegen Leichen auf meinem Privatbesitz. Holla back, Homie, ich bin da für dich. Aber wenn du kein Drama willst, laber nicht. Geh und sag lieber Afrop, wo die Party ist. Und bring uns Bacardi mit. War kaputt, hab ich auch auf jeden Fall, stellenweise auch aufgrund, natürlich, weil er bei Optik war, totgefeiert. Weil ihr das nicht erwartet, könnt ihr das nicht ertragen, Mann, ich könnt die ganze Sache vergessen, aber kommt nicht in Frage. Pico, das ist der Beweis, guck in den Spiegel, du bist der Beweis. Motrip, Alter, Feierabend, zu groß. Nico, das ist der Beweis, guck in den Spiegel, du bist der Beweis. Liegen geblieben wie totes Pferdefleisch. Vergessen, aber kommt nicht in Frage. Pico, das ist der Beweis. Guck in den Spiegel, du bist der Beweis. Liegen geblieben wie totes Pferdefleisch. Pferdeschein, ich weiß, du siehst nur einmal im Monat Licht. Wer will schreit, ich fight für meine Einnahmen monatlich. Motrip, auch zu krass, ne? Sperr dich ein. Wie er auch hier rein. Ich weiß, du siehst nur ein. Sperr dich ein. Ich weiß, du siehst nur einmal im Monat Licht. Wer will Streit? Ich fight für meine Einnahmen monatlich. Sperr dich ein, ich weiß, du siehst nur einmal im Monat Licht. Wenn du's, ist an sich Sache, Definition, aber wenn du könntest es so definieren, dass du sagst, er reimt einfach 14-silbig. Wer will Streit? Ich weiß, du siehst nur einmal im Monat Licht. Nee, sperr dich ein, ich weiß, du siehst nur einmal im Monat Licht. Wer will Streit? Ich fight für meine Einnahmen monatlich. Digga, das ist einfach auch zu krank, Alter. Spiegel, du bist der Beweis, liegen geblieben wie totes Pferdefleisch. Werde scheinen, ich weiß, du siehst nur einmal im Monatlicht. Wer will Streit? Ich fight für meine Einnahmen monatlich. Ihr wollt Beweise, diese Rapper sind der Schlüssel. Jede Zeile sprudelt in mir hoch, als hätte man mich geschüttelt. Das ist jede Zeile sprudelt in mir hoch, als hätte man mich geschüttelt. Oh.
Wer hat so eine Zeile schon mal so ähnlich gebracht? Ich bin ja so ehrlich, ne? Mir fällt es sogar bei mir selbst auf, ne? Scheiße, er war früher. Also ich kann mit ruhigem Gewissen hier sitzen, wie Christoph Daum als das erste Mal Koks genommen hat, ne? Und gesagt hat, ich habe keinen Koks genommen. Ich sitze hier mit reinem Gewissen. Genau mit dem gleichen reinen Gewissen sitze ich auch hier, ne? Aber mit wirklich reinem Gewissen bei mir, ne? Ich habe nie auffällig gebeitet, aber ich habe so eine ähnliche Zeile. Wenn ich flow, wird spritzig wie Limonade, nachdem ich sie geschüttelt habe. Ja, ist so ähnlich, ne? Nur einmal. Übrigens aus meinem Mammut-Mix vom JBB. Ja, ja, ich weiß, das war der krasseste Part von mir. Ja. Ja, da waren alle dabei, Digga. Das kannst du. Ja, ich weiß, aber meiner war der krasseste, ja. Ja, mein Part war da der krasseste, richtig? Monatlich, wer will schreit, ich fight für meine Einnahmen. Monatlich, ihr wollt Beweise, diese Rapper sind der Schlüssel. Jede Zeile sprudelt in mir hoch, als hätte man mich geschüttelt. Das ist Trip, ich bin Krieger der Sonne, Arbeitersohn, um zu beweisen, dass die jahrelange Arbeit sich lohnt. Wir haben Rapper getötet und Karrieren beendet, spür die bebenden Wände. Merchandise auch krass. Meine Arbeit sich lohnt. Wir haben Rapper getötet und Karrieren beendet, spür die bebenden Wände. Stimmt im Ruppert leben Legenden, ich war mit es unterwegs, wir waren umgeben von Blenden, redenden Pennern. Ich bring Songs, die dein Leben verändern. Nutte, ich klopf dir die Birne wie Merchandise war ich nie so der krasse Fan. Natürlich, ich war Fan, ne, weil er bei Optik war und irgendwie mit Dirty SD, Merchandise, kaputt, Savage. Irgendwann kam da noch Mo Mitchell dazu. Das war für mich halt, war auf jeden Fall für mich so mehr oder weniger alles, was ich gebraucht habe im Leben. Und trotzdem, Merchandise ging nie so an mich ran. Er hat einen überkrassen Track, der heißt Willkommen im Dschungel. Da ist sowohl der Track an sich geil, als auch der Remix mit Savage über Willkommen im Dschungel, willkommen ihr Tunden, komm nicht allein, komm mit deinen Kumpels, ja. Komplett krass. Blenden, reden im Pennern, ich bring Songs, die dein Leben verändern. Nutte, ich klopf dir die Birne wie Streitachs, ich könnte schwören, ihr habt alle Mann gefehlt, als Gott die Gehirne verteilt hat, ihr seid... Ja, ist schon eine lahme Zeile, muss man ehrlich sagen, so, ihr habt alle gefehlt, als Gott die Gehirne verteilt hat, das ist echt so Grundschulniveau. Birne wie Streitachs, ich könnte schwören, ihr habt alle Mann gefehlt, als Gott die Gehirne verteilt hat, ihr seid... Gangster im Designerkleid, Rap und ich gehören zusammen wie Homer Simpson und das kleine Spider-Schwein. Ich red nicht groß um den heißen Brei. Scheiße, nein, es ist wie das 1x1, es könnte nicht leichter sein. Cobra, Digga, abgemacht. Rap und ich gehören zusammen wie Homer Simpson und das kleine Spider-Schwein. Ich red nicht groß um den heißen Brei. Scheiße, nein, es ist wie das 1x1, es könnte nicht leichter sein. Jetzt bist du live dabei, da wo die Türken sitzen. Ich hab Geheimnisse im Keller, so wie Jürgen Fritzel. Das wird. Ich hab Geheimnisse im Keller, so wie Jürgen Fritzel, Digga. Abnormale Zeile, so Real Talk, Alter. Aber eine gute Zeile, so. Kid Cobra habe ich früher extrem gefeiert. Mit Prinz Pi hat er ja viel gemacht. Und auch mit Santino, man soll es kaum glauben. Alter, das hab ich letztens wirklich auch überlegt, ne? Santino heute, man kennt ihn so, das ist der in dem revolutionären, in dem, was wollte ich denn jetzt eigentlich, legendären Interview von Flair mit dabei saß und der heute auch so ein bisschen so einen geschadeten Ruf hat, ne? Und ich glaube, viele von euch wissen gar nicht, was er für eine Mucke früher gemacht hat, so. Richtig, richtig geile Mucke. Santinos Way 1 und 2, überkrasse Alben auf dem ersten Teil, das ist auch jetzt... Müsste so 2000 oder so rausgekommen sein, so, wo ich vielleicht 13, 14 war. Und da waren viele Tracks mit Kid Cobra. Und das war geil. Scheiße, nein, das ist wie das 1x1, es könnte nicht leichter sein. Jetzt bist du live dabei, da wo die Türken sitzen. Ich hab Geheimnisse im Keller, so wie Jürgen Fritzel. Das sind wirklich Spitze, lustig wie Nazi-Witze. Wenn ich bei dir vorbeischau und deine Visage ficke, das wird Horror kleiner. Mich ficken heiß, du schneidest dir ins eigene Fleisch wie ein Borderliner. Ja, okay. Boah, jetzt, Frankie, Digga, ich könnte zu jedem eine Story erzählen, so, ne? Frankie Kubrick hat ein Album gehabt, das heißt Rücken zur Wand und das hat mich auch so geprägt, Alter. Da ist auch ein überschöner Song für seinen Sohn namens Quentin drauf, der heißt Kinderaugen. Und es ist ein Song, der heißt Taub und Blind drauf, Alter, und das ist absolut. Frankie Kubrick, Rücken zur Wand, wirklich ein Teil meiner Geschichte, so definitiv, Alter. Oh, kleiner. Mich ficken heiß, du schneidest dir ins eigene Fleisch wie ein Borderliner. Die Zeile hatte ich halt auch schon mal, muss ich auch sagen, aber auch hier mit ruhigem Gewissen nicht gebeitet. Oh, kleiner.
Mich ficken heiß, du schneidest dir ins eigene Fleisch wie ein Borderliner. Als ihr noch klein wart und nicht wusstet, wie man Style hat, wenn man rappt, nahm ich das Mic, um mal den Lutschern zu beweisen, dass es geht. Und als ihr dachtet, ich wär weg und lieg ganz leise in meinem Sarg, konnte ich nachladen, ziehen und Brenn zu beweisen. Ich bin da, wenn ihr wollt, beweis ich's nochmal. Wenn ihr nicht wollt, scheiß drauf, ich bam, leg das Mic weg, pack die Pump aus und bin gleich wieder da. Okay, muss ich euch wirklich noch was beweisen, ne? Muss ich euch wirklich noch was beweisen? I bet you never heard of rappers. Krass. Wirklich noch was beweisen, ja? Muss ich euch wirklich noch was beweisen? I bet you never. Jetzt kommt Sisla, heißt er da, glaube ich. Das ist Mo Mitchell. Zumindest ist es der Stand der Dinge, auf dem ich bin. Und Sisla ist der. Rappers, bitte. Sislack, ich weiß nicht mal wie er heißt, ich kenne ihn nur als Mo Mitchell und ich glaube das ist auch der einzige Track, wo er jemals gerappt hat und das ist auch dementsprechend scheiße. Ey, Dossel. DOS LP 24. 1, 2, 3, 4, DOS LP 24, muchos lovers, mi friendos, danke für deine Unterstützung, freut mich extrem, Alter. Heute wird richtig abgerissen mit den Subscribern hier, Freunde. Vielen Dank für diesen abnormalen Support. Heute bist du richtig krank, Alter. I'm gonna raise about the booth, cause I done told y'all the truth. See, I don't have shit to lose, and I don't have shit to prove. Das hier ist Lars Unlimited, du Ficker, komm aus deinem Hobbykeller und hör mir zurück ins Hobby. Es geht nicht mehr offiziell. Alter, noch eine, boah, ja, vielen Dank. Holy Ken, Alter. Holy F Ken and Mowgli, Twitch Prime Abo. Muchos lovos, mi friendo. Und danke für deine Unterstützung. Jetzt kommt Last Unlimited, Digga. Das hier ist Last Unlimited, du Ficker. Das hier ist Last Unlimited, du Ficker. Komm aus deinem Hobbykeller und hör, wer zurück ist, Homie. Es geht nicht mehr offizieller. Seien wir ehrlich, die meisten hatten mich abgeschrieben. Doch ich sprech durch ihre Wohnzimmerdecken wie Abrissbirnen. Bei Lars habe ich auch nie verstanden, warum das so, nie, in meinem ganzen Leben habe ich verstanden, warum der eigentlich nicht so den Durchbruch in Anführungszeichen geschafft hat, so. Warum der immer so ein Stückchen Scheiße war, der nichts verkauft hat, so. Keine Ahnung, ist abnormaler Rapper, so, wenn du mich fragst. Gibt's übrigens auch einen übergeilen Mammut-Remix mit, nein, wir kennen dich nicht, nein, wir kennen dich nicht. Lars Unlimited featuring Savage und Oli Banjo und noch ein paar... Ganoven. Das hier ist Lars Unlimited, du Ficker, komm aus deinem Hobbykeller und hör, wer zurück ist, Homeboy, es geht nicht mehr offizieller. Seien wir ehrlich, die meisten hatten mich abgeschrieben, doch ich brech durch ihre Wohnzimmerwände wie Abrissbirnen. Ihr fragt, wieso ich so viel Songs mit dem König schreibe, weil Hamburg Rap technisch am Boden liegt, so wie Möwenscheiße. Keine Frage, Freunde, ich bin dieser Geisterrapper, Deutschlands bester Ungesignter, das ist der Beweis, du Penner. Das hier ist der Beweis. Dieser Geisterrapper, Deutschlands bester Ungesignter, das ist der Beweis, du Penner. Hat er damals schon einen Struggle gehabt, von wegen so, ey, irgendwie läuft's bei mir nicht. Deutschlands bester Ungesignter. Damals war er ungesigned scheinbar so, aber trotzdem irgendwie talentiert so. Ist auch komisch, dass man mit so einem Talent damals nicht gesigned wurde, so ganz im Ernst. Beide Freunde, ich bin dieser Geisterrapper, Deutschlands bester Ungesignter, das ist der Beweis, du Penner. Das hier ist der Beweis, mehr als Eis, einfach mehr als Eis. Schreien noch mehr als Eis, check, mein Schild ist der Beweis. Kacksam voll und dann. Ganz ehrlich, ich kenne den Typ bis heute nicht. Chifusi, ich weiß überhaupt nicht, wer das ist. Ich find's so geil, dass Melbeats hier höchstwahrscheinlich den Beat gebaut hat. Und ich mich bald mit Melbeats einfach treffe. Also für mich ist das ein absoluter Flash, sag ich dir ganz ehrlich. Steht es hier vielleicht, wer den Beat gebaut hat? Höchstwahrscheinlich Melbeats, weil man sieht sie ja auch, wie sie da rumklippert. So, das ist absolut für mich komplett die Ehre, so, dass die sich mit mir zusammensetzt. Also ich fühle mich da wirklich geehrt. Genauso auch bei PA Sports, muss man sagen. Natürlich auch bei Gio. Weil ich da stehe, wo es hier schreien noch mehr als ich check. Mein Shirt ist der Beweis. Kack's am voll und dann ein, weil ich da stehe, wo ihr nicht seid. Sag nicht, ich jetzt nicht probe, zeig ich werde nicht, ich probe ein. Wenn mich fickst du jetzt nicht mehr. Ich battle nicht, ich probe ein. Sag nicht, ich hätt's euch prophezeit. Sag nicht, ich hätt's nicht prophezeit. Ich battle nicht, ich probe ein. Sagt er das so? Finde ich eigentlich ganz geil. Wo ihr nicht seid, sag nicht, ich hätt's nicht prophezeit. Ich battle nicht, ich probe ein. Wenn mich fickst du jetzt nicht mehr. Wenn noch ein Beweis von mir. Krieg von mir höchstens auch Buffy, Jess und sonst gar nichts mehr. Hat das Top Demo erwähnt, wird immer Esser. Und Esser ist es für die FUSC für diesen Remix. Das hier ist der Beweis, ich hab lange gesehen. Und jetzt ist die Erntezeit, ich treffe den Nerv der Zeit. Krass, ich kenne den auch, sorry, Freaky Flav ist auch bei Frankie Kubrick mit drauf, aber ich wusste gar nicht, dass er hier mit auf dem Mammut-Mix drauf ist. Das hier ist der Beweis, ich hab lange gesehen und jetzt ist die Erntezeit, ich treffe den Nerv der Zeit. Was ein geiler Einstieg, ne? Erinnert mich an den Einstieg von dem Mammut-Mix von MyZap.
Digga, ich bin bulletproof wie Luke Cage, yup, yup. Erinnert mich irgendwie dran. Das ist der Beweis, ich hab lange gesät und jetzt ist die Erntezeit. Ich breche den Nerv der Zeit oder ich treffe den Nerv der Zeit. Finde ich Bomben mit der beste Einstieg aus dem ganzen Ding, Alter. Der Beweis, ich hab lange gesät und jetzt ist die Erntezeit. Ich treffe. Danke, Olli. Für den Nerv der Zeit. Ich zerfetze den Nerv der Zeit. Der Remix kommt mit Flavor, fragt Savas Money ist der Beweis. Ich betrete die Buche, die Beweis auf. Name, bitte, bitte nicht nach, du kriegst einen Kreislauf. Schaden, du weißt, dass du von der Beweislast erdrückt wirst. Der Buch mit Optik Boom heißt, dass du gebürtig stirbst. Home, sie spit damit auf diesen Track, was läuft. Amar früher überragend, Alter. Wie geht es nochmal? Wie geht der Track nochmal? Wie geht dieser Track nochmal? Fuck, Alter, krieg ich nicht mehr hin. Amar, wie gesagt, war auch bei Optik, habe ich vorher gar nicht erwähnt. So, Schande über mein Haupt, aber Amar war auch auf jeden Fall ganz großes Kino für mich. Leider heute gar nicht mehr. Sie spit damit auf diesen Track, was läuft. Armageddon sagt dem Rest der Welt, so clean Rap auf Deutsch. Ihr macht auf Crew, doch jeder weiß, ihr scheißt aufeinander. Deine Zähne sind wie Sterne, gelb und so weit auseinander. Der Beweis, jetzt heißt es Ruhe im Ist auch eigentlich voll die billige Zeile, so. Das ist einfach so eine Redewendung in den Track eingebracht. Also Redewendung in den Track einbringen ist prinzipiell geil, aber nicht sie so 1:1 zu kopieren, so. Deine Zähne sind wie Sterne gelb und so weit auseinander. Das ist einfach so, das ist halt so ein Spruch, den es so gibt, so, weißt du? Zähne sind wie Sterne gelb und so weit auseinander. Der Beweis, jetzt heißt es Ruhe im Gerichtssaal. Das Urteil ist gefällt, deine Hure ist dein Schicksal. 107,8 Bars, Mel Beats, Remix K. Und die Fortsetzung gibt's dann auf Mel Beats Remix K. Rap lebt in Form von Fleisch. Rap lebt in Form von Fleisch und Blut. Mel Beats Remix. Germany, heißt er Germany? Germany heißt der Rapper. Früher mit Afro viel gemacht, glaube ich so. Und mit Tone und mit Tefla und Jalil, wenn ich mich richtig erinnere. Boah, Digga, das ist schon eigentlich so viele Rapper schon fast wieder vergessen, die ich mal wirklich wieder ausgraben müsste, Alter. Okay, und die Fortsetzung gibt's dann auf Melbeats Remix. Rap lebt in Form von Fleisch und Blut, ihr spricht der Beweis, der Germany heißt. Lass uns wetten ums Leben als Preis. Ich steig empor nach oben, du bleibst am Boden kleben wie Reis. Es tut mir leid, für euch ist kein Platz, hier schließt sich der Kreis. Mal ohne Scheiß, bin Paper Gangster, beschießt Blätter vor Blei. Mein Streuradius, Quadratmeter groß, erstickt euch im Keim. Mir scheint wie Heiligenschein, doch bin ich bereit, mein Brot zu teilen. Neben mir verhungert ihr, hofft ihr seid zum Sterben bereit. Nicht du Gangster, Bitches, auf Favorite, ist auch noch drauf, stimmt. Alter, was nicht so der Picket. Alter, wie geht denn der Part nochmal? Favorite abnormal. Ich will später sage ich. Ich will mal mit dem Kuchen, weil wir beide halt komplett Favorite-Fans sind, so wirklich so. Mit dem mal so ein Video machen, wie wir einfach so unsere Favorite-Tracks von. Mal zeigen. Wird dann allerdings, glaube ich, ein heides Durcheinander, weil wir beide wahrscheinlich es nicht schaffen, einmal die Fresse zu halten bei irgendeinem Track, sondern permanent mitrappen müssen, weil Favorite ist auch auf jeden Fall zu krass gewesen, so. Studenten im Büro zu teilen neben mir, verhungert ihr, hofft ihr seid zum Sterben bereit. Nicht nur Gangster, Bitches, auch Studenten im Büro sind, denn ich bin Ben, wie englische Rücken, shit, ich bang nicht zu dem Krüppel. Auch Studentinnen bücken sich, denn ich bin back wie englische Rücken. Shit, ich bang dich zu nem Krüppel. Auch Studentinnen bücken sich, denn ich bin back wie englische Rücken. Shit, ich bang dich zu nem Krüppel. AKs und Glocks, Faith, ich bin ich bin was? Ich trage kein Pants, ich bin nass auf die Body ein. Ich schlag meine 45, ballade in die Stirn, du machst nen Rückwärtssalto im Stehen. Body's Ball. Rate, wer weg ist, Mutterficker, du hast zu viel Crack gepiped. Salto im Stehen, Body's Ball. Rate, wer weg ist, Mutterficker, du hast zu viel Crack gepiped. Du musst ihm heute ins Geschäft. Der Gosorator, Digga, du hörst dich ja an wie der Big Boss. Vielen Dank für deinen Support und dein Abo, Digga, richtig geil. Muchos Lobos geht raus. Du darfst 10 Minuten auf meinem Rasen verbringen, streicheln, die Hasen und die Maulwürfe füttern. Nach 10 Minuten komme ich raus und solltest du 11 Minuten drauf sein, dreht sich die Zähne raus. Haben wir alles geklärt? Kuss geht raus, Digga. Ich schaff zu viel Crack gepiped. Pussy muss mit Plusgeschäft den Laden um die Ecke. Das ist der Beweis, durch den ihr alle möglicherweise erkennt, dass Kasi, das ist der Beweis, durch den ihr mögliche alles sammelt, erkennt das Kasi, da Papa, da Bande, wie so, als wird er jetzt so erklärt, so, ne? Hört mir zu. Das Geschäft in Laden um die Ecke, Mann. Das ist der Beweis, durch den ihr alle möglicherweise erkennt, dass Kasi, so wunderschöne, erfolgreiche Mensch, viel Wert darauf legt, dass er immer höflich und nett ist zu Eltern, Geschwistern, Freunden und aller Welt und auch. Krasser Flow, aber eigentlich, wie er betont, ne? Das Kas da 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 da
zu, dabba, dabba. Das ist eigentlich schon ein voller krasser Flow. Glücklicherweise erkennt das Chaos dieser wunderschöne, erfolgreiche Mensch. Wie wer darauf liegt, dass er immer höflich und nett ist zu Eltern, Geschwistern, Freunden und aller Welt. Und oft gelingt es ihm auch und er fällt auf die Knie und bedankt sich für Gesundheit, Glück und Geld. Er flüstert einen Zauberspruch und sogar ich bemerkt, wie er deine Träume wie eine goldene Taube fliegen lässt. Das ist Mucke für die Unterschicht, Chef in der Stadt. Boah, krass, ja, gar nicht mehr auf dem Schirm. Vega, Alter, mit Vega noch nie Kontakt gehabt, obwohl er hier aus Frankfurt kommt. Noch nie Kontakt gehabt, Alter, leider. Träume wie eine goldene Taube fliegen lässt. Das ist Mucke für die Unterschicht, Chef in der Stadt. Denn ich bring Technik am Sack wie ein Lexus nicht ab. Das ist kein Freestyle, G-Scheiß, hart ist der Mensch. War nie in Clubs, ich hab für Frankfurt auf der Straße gekämpft. Das ist kein Freestyle, G-Scheiß, hart ist der Mensch. Freestyle, G-Scheiß, hart ist der Mensch. War nie in Clubs, ich hab für Frankfurt auf der Straße gekämpft. Denn ich lebe in einer Welt, die sich um Steine dreht wie Legoland, wo Emo-Punks zum Spaß auf die Löffel kriegen wie Hero-Junks. So. Das ist auch voll die krasse Zeile eigentlich so, wie er das alles so verbindet. Denn ich lebe in der Stadt, wo sich alles um Steine dreht wie im Legoland, wo Hero-Junks. Die sich um Steine dreht wie Legoland, wo Emo-Punks zum. Wo Emo-Punks was auf die Löffel kriegen, so wie Hero-Junks. Das ist eigentlich voll krass. Was auf die Löffel kriegen wie Hero-Junks. So viele Lügen, aber glaub mir, Junge, das ist echt. Jede Line könnte ich um die Ecke bringen wie Crystal Meth. Esser, der Chef oder Ober. Junge, das ist echt. Jede Line könnte ich um die Ecke bringen wie Crystal Meth. Esser, der Chef oder Ober. Los, rennt los, hoch, Marino, tat sich dreh ab wie ein mit Tesla so unbetanktes Motorrad. Mein Flow ist sowas wie göttlicher Sex. Ich zeuge Jehovas, provozier mehr als den Borat. Crazy wie ein Monat auf Coca. Mein Track ist wie göttlicher Sex und ich zeuge Jehovas. So was wie göttlicher Sex, ich zeuge Jehovas. Provozier mehr als den Borat. Crazy wie ein Monat auf Coca. Gleich was du Platz oder vorhast, egal wie hoch du auch pokerst. Du wirst gewachsen gewohnt. Der Schwarz-Weiß-Drucker. Digga, geiler Name. Geiler, das ist voll der geile Rap-Name eigentlich. Schwarz-Weiß-Drucker. Vielen Dank für dein Abo, Digga. Muchos Lobos. Geht auch raus an dich, mi friendo. Ein Kussmann auf Koka. Gleich hast du Platz oder vorhast, egal wie hoch du auch pokerst. Du wirst gewachsen, geboren. Ein Kussmann gebufft wie ein Hooker. Das hier ist anders wie Thomas. Das Gegenteil von uns schon. Scheiße, müssen wir wirklich noch was beweisen? Nein! Nein! Das hier ist anders wie Thomas. Bei Savage ist halt zu, das ist so. Keine Ahnung, das ist jetzt auch, das sprengt den Rahmen. Das ist ein Rapper, zu dem kann ich mich überhaupt nicht kurz fassen. So, das ist so schwer für mich, weil Savage. 1, 2, 3, 4, 3, hey, Freunde, was ist los, Alter? Stefans, vielen Dank für dein Abo, freut mich extrem. Muchos Lobos, geht auch raus an dich. Du darfst natürlich auch mit den anderen Kindern 10 Minuten auf dem Rasen spielen, Maulwurf streicheln und Hasen füttern. Na? Viel Spaß dabei. Mein Rapname wäre Röhrengerät. Ja, Röhrengerät wäre dann. Aber ich finde Schwarz-Weiß-Drucker ist eigentlich viel geiler so. Aber back to topic. Savage, das schaffe ich nicht mal. Ich weiß nicht, das schaffe ich nicht mal in einem Video, was unter 10 Minuten geht, weil Savage einfach zu krass meinen Weg begleitet hat und ich auch da eine zu emotionale Bindung zu ihm habe. So. Savage, teilweise habe ich ihn schon gefeiert, wo er Jux hieß und Englisch gerappt hat. Oder dann immer noch auf Deutsch gerappt hat und dann trotzdem Jux, J-U-K-S. J-U-K-S, am Durchstarten. Habe ich mir das schon reingezogen. Dann kam dieses LMS, Pimp Legionär, Blasen und diese ganzen Songs, wie sie nicht alle heißen. So. Und seitdem ist für mich Savage so, was die Technik angeht, was die Flows angeht, was die Rhythmus-Pattern angeht, was teilweise die Betonungen so angeht, ne? Ist da einfach auch King, Digga. Das ist einfach zu krass. Das ist so, wirklich, bei Savage habe ich wirklich, da lachen mich bestimmt viele aus. Und natürlich ist es vielleicht auch nicht so, aber Savage würde ich mir wirklich mal, stellt euch mal vor, Eminem würde komplett jetzt loslegen, ne, und würde einen Savage-Diss raushauen, ne? Digga, ich wäre so hyped auf den Savage-Diss, Alter. Also von Savage gegen Eminem. Und ich könnte mir, Digga, der reicht dem das Wasser, ich sag's dir ehrlich so. Der geht da nicht krass unter, Alter. Das ist wirklich der deutsche Eminem so. Auch wenn er vielleicht gar nicht so verglichen werden will, ist ja aber auch scheißegal. Auf jeden Fall krass, Alter. Thomas ist Gegenteil von uns schon. Scheiße, müssen wir wirklich noch was beweisen? Nein! Ihr wolltet uns nicht glauben, als wir meinten, wir werden kommen und alles verändern. Doch hier ist der Beweis. Jetzt steht ihr da, kommt nicht mehr klar und euer Leben ist gefickt, es tut uns leid. Aber jetzt wisst ihr Bescheid. Dies ist unser alles, unser Wasser und Brot, Blut, Schweiß und Tränen. Das hier ist der Beweis. Müssen wir wirklich noch was beweisen, ha? Müssen wir wirklich noch was beweisen? Nein. Abnormal. Entschuldigung, dass ich Savage ins Wort gefallen bin. Gibt es von Savage Triple Layer oder Quad Layer?
Digga, keine Ahnung, was du da redest. Nordi, schreib doch mal, ob du das bist, Alter. Schreib mir einfach privat, Alter. Private. Private Nordi, wenn du es bist. Da schreibst du mich immer private, Digga. Optik Records, Alter. Krasse Nummer, krasse Zeit.